Hallo, hallo, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Das Thema ist, wer oder was ist Gott? Und das ist so geil, weil es geht wirklich darum zu erkennen, dass alles Energie ist. Eine Energie, ein Bewusstseinsraum, etwas, was erst mal nicht sichtbar ist, was aber energetisch vorhanden ist. Und dass ich, in dem Moment, wo ich mich mit einer gewissen Energie identifiziere ich mich mit einer gewissen Vorstellung. Das ist einfach so. Und ich personifiziere gerne Vorstellungen als Mensch, weil ich bin eine Person und ich hätte die Sachen gerne personifiziert, weil da komme ich besser in Verbindung damit, da kann ich mich besser damit identifizieren. Und das kennst du, weil du kannst dich mit manchen Leuten, das sagt man auch, ich kann mich mit dir nicht identifizieren, mit dir kann ich mich identifizieren, weil du so lebst, weil du so denkst, weil du so sprichst. Und jetzt geht es darum, dass du erkennst, dass Gott eine Energie, eine Vorstellung, ein Bewusstseinsraum ist, mit dem du dich unweigerlich 100% identifizieren kannst, weil es deiner Suche, deiner Sehnsucht ein Ende bereitet. Und zwar deine Suche, deiner Sehnsucht nach zu genügen. Dass du genügst, dass du gut genug bist, dass du wertvoll bist. Dass du diesen Wert für dich anerkennen kannst. Dass du versorgt bist, dass du sicher bist, dass du sorglos bist. Und das ist diese Identifikation mit Gott. Und in dem Moment, wo du dich mit Gott als Gott, von Gott identifizierst, identifizierst du dich mit dem Alles-Sein. Alles in höchster, bester Ordnung sein, alles in Perfektion sein, mit einem Seinszustand, wo dir Erfüllung garantiert ist. Ein erfüllter Seinszustand, wo deine Wünsche erfüllt sind, wo du erfüllt bist, wo du eben nicht mehr im Mangel rumdenkst, ruminterpretierst, sondern wo du aus der Fülle heraus denkst und interpretierst. Und das ist diese große Kunst. Und oftmals denkt man auch, okay, da ist ein Ego. Und dieses Ego, das ist auch nur so da wie Gott. Und du kannst noch 100.000 andere Gottheiten interpretieren, manifestieren, dir vorstellen, 100.000 Teufel interpretieren, manifestieren und dir vorstellen. Aber letztendlich ist es einfach nur Gott sein oder Gott nicht sein. Perfekt sein oder nicht perfekt sein. Erfüllt sein oder im Mangel sein. Fülle erleben oder Mangel erleben. Und welche Sachen du dir da noch rein interpretierst, das bleibt dir überlassen, aber es ist nicht notwendig, es ist absolut nicht notwendig. Du kannst sofort einsteigen in deinen erfüllten Zustand, weil du bist alles. Und aus diesem Seinszustand hast du auch alles. Es gibt keine Trennung. Du bist von nichts getrennt. Von keiner Vorstellung, weil in dem Moment, wo deine Vorstellung einkickt sozusagen, bist du verbunden. In dem Moment, wo du an irgendetwas oder an irgendjemanden denkst, an irgendeine Geschichte glaubst, an irgendeine Theorie glaubst, an irgendein Tool glaubst, bist du das Tool. Ist es dein Tool? Hast du das erfunden? Ist es für dich? Und wenn es dir Erfüllung bringt, es ist großartig, behalte es. Aber in dem Moment, in dem es dich in die Trennung bringt, wie zum Beispiel Zeichen suchen oder Birds before Land, Anzeichen, nach Sicherheit zu suchen, dass sich im Außen irgendetwas zeigt, dass du am richtigen Ort bist. Du bist immer am richtigen Ort. Jedes Zeichen kannst du dahingegen identifizieren, interpretieren, dass alles erfüllt ist, was du dir wünschst, dass du in Erfüllung leben darfst, dass dein Herz so offen sein kann vor Freude und vor Liebe, weil alles erfüllt ist. Es gibt keinen Grund, dich zu verschließen in irgendeiner Art und Weise oder dich zu verstecken. Erfüllung herrscht. Und wir sind hier, um das zu erkennen. Und das ist die Lehre der Manifestation. So funktioniert Manifestation wirklich. Das ist der letzte Schritt. Oder was heißt der letzte Schritt? Es ist das absolut unaufhaltbare Ergebnis eines erfüllten Zustandes. Weil es ist alles erfüllt, was du dir vorstellen kannst. Alles, was du erleben möchtest, ist erfüllt. Und deine Aufgabe ist einzig und alleine,
Tatsache zu erkennen, dass Erfüllung herrscht und nicht Trennung, dass du von nichts und niemandem getrennt sein kannst, auch nicht von deinem Liebsten, von einem Liebsten. Trennung entsteht durch deine Gedanken, durch deine Vorstellung von Trennung, durch deine Wahrnehmung von Trennung, aber in Wahrheit herrscht keine Trennung. Alles ist da, alles ist erfüllt, mit jedem bist du da, mit jedem bist du verbunden. Immer, bis in alle Ewigkeit. Und Ewigkeit ist Unendlichkeit. Und du kannst Trennung nicht wahr machen. Du kannst Trennung leben, aber deswegen wird sie nicht wahr. Und wenn du das verstanden hast und dein Mind das verstanden hat, dann ist keine Neediness mehr da, dann ist kein Suchen mehr da, dann ist keine Sehnsucht mehr da, dann ist keine Einsamkeit mehr da, sondern dann ist Erfüllung. Und Erfüllung heißt einfach Ausdehnung von deinem Sein, Ausdehnung von dir, dich zu zeigen, dich zu repräsentieren. Das ist diese Erfüllung und das ist dieser Divine Design Mindset, diese göttliche Weltansicht, das ist Gott und in diesem Wissen bist du Gott. Und Gott bist du, ja. Und du kannst sagen, danke Gott. Danke der göttlichen Vorstellung, die ich mir kreiert habe. Danke, dass ich hier in diesem erfüllten Zustand lebe, dass ich Erfüllung fühle, dass ich keinen Mangel mehr fühle. Ja, danke Gott. Danke dieser göttlichen Vorstellung, die ich für mich erlaubt habe. Das ist Gott. Das ist Gott. Und ich finde es mega geil, dass immer mehr Menschen hier dieses Gottwort, Gottbild wieder aufgreifen, weil so verkehrt ist es nicht. Das Einzige, was dann verkehrt ist, dass die Menschheit tatsächlich noch Abhängigkeiten und Bedingungen dran schraubt und sei es, dass ich erleuchtet sein muss von Gott. Ja, aber das mache ich selber. Das ist eine einzige Entscheidung. Mehr ist Erleuchtung nicht. Das ist eine Entscheidung, um zu sagen, ich nehme wahr. Es ist nur meine Wahrnehmung hier relevant. Ich nehme aus der göttlichen höchsten perfektesten, erfülltesten Perspektive war. Und schon bist du erleuchtet, schon bist du Gott, schon versorgt dich Gott, schon ist alles für dich da. Und das hast du jetzt schon. Du musst es nur in dein Hirn reinbringen, du musst es nur in dein Denken reinbringen. Und zwar so, dass es deine einzige Konstante ist, deine einzige Überzeugung. Und dann ist dein Traummann da, dann ist deine Traumvilla da, dann ist dein Traumbankkontostand da. Und letztendlich dokumentiert es alles nur Erfüllung und Freiheit. Und das hast du jetzt schon. Aber du musst es begreifen, um es erleben zu können. Und in diesem Sinne sind wir hier auf diesem Kanal. Du erkennst, dass Manifestation jetzt schon erfüllt ist. All deine Wünsche sind da. Nur du musst diese Person sein, die das für wahr annimmt. Und deswegen bist du Gott, Gott. Das Göttliche ist wahrhaftig. Und es hat nichts mit dem zu tun, was die Kirche oder die Religion interpretiert, sondern es ist einfach die Wahrheit. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du kommentierst, dass du likest und dass du vor allem teilst, weil das ist die einzige Message, die geteilt werden muss, die befreit, die reich macht, die glücklich macht, die gesund macht und die Macht, genau, Macht, gesund macht, das ist die Macht. Wir machen alles, wir machen krank, wir machen gesund, wir machen reich, wir machen arm, wir machen alles. In diesem Sinne freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Bye, bye. Und schon geht es weiter mit einer neuen Verlosung bei 4000 Abonnenten. Verlose ich wieder ein 1:1 Coaching von 60 Minuten. Den Link zur Anmeldung findest du unter jedem Video. Melde dich gleich an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Wenn du schon angemeldet bist, bleibe auf der Liste und du nimmst automatisch bei der nächsten Verlosung teil. Teile meinen Kanal, lass uns unser geilstes, kühnstes, unglaublichstes, extravagantes Leben generieren in Liebe, Fülle, Freude und Leichtigkeit, weil es möglich ist. Wir müssen nur unseren Kopf dahin bringen, dass er uns in dieser Identität verankert. Let's do this!